Ja, Toni, Gratulation, heute zweiter Platz beim Dampkerwurm beim ersten Rennen des DRV Skitouren Cups. Erzähl kurz, wie ist das Rennen für dich gelaufen? Ja, doch, also ich bin sehr zufrieden, weil ich ein Jahr lang auch ausgesetzt habe. Ich war letztes Jahr wegen der Ausbildung, war ich ein ganzes Jahr in Regensburg und habe gar keine Rennen antreten. Und von dem her bin ich eigentlich schon sehr, sehr zufrieden und auch ein Lob an den Veranstalter. Weil es war halt ziemlich schwer, eine gute Spur zu bekommen, weil die Verhältnisse waren nicht so einfach, es war sehr, sehr hart und durch das war es halt schwieriger, Spur zu bekommen. Und man halt ziemlich viel zu Fuß, aber da können die auch nichts ändern, weil es hat ja keinen Schnee gehabt und da war es halt leider sehr nass, vom Schnee her, Frühlingsbedingungen, war dann sehr hart und dann war es so Pulverschnee. Und da habe ich halt ein bisschen Pech gehabt, weil ich habe dann Stollen gehabt, also meine Felle haben zugemacht von vorne bis hinten, sodass ich habe so nicht mehr laufen können, habe dann Felle wechseln müssen und das hat halt leider sehr, sehr viel Zeit gekostet und habe dann wieder ein bisschen aufholen können, aber zum Fasser Alex von Österreich, der hat dann halt souverän gewonnen, aber ich war trotzdem sehr zufrieden. Ja, unten ging es los mit einer Joggingpassage. Ist das normal für einen Skitourengeher? Stellt man sich darauf ein oder muss man sich da irgendwie besonders umstellen und sich besonders darauf vorbereiten? Ja, es ist schon ein bisschen anders. Es gibt zwar Rennen, gerade so große Rennen, so wie jetzt Patrouille des Glaciers oder so, wo von Haus aus zu Fuß gestartet wird, aber normalerweise startet man ja auf Ski. Ist natürlich eine Umstellung, weil die Belastung eine andere ist, wie wenn ich auf Ski laufe. Aber ist Ski im Gleichgang. Im einen liegt es halt ein bisschen mehr und dem anderen ein bisschen weniger. Bei mir ist so, klar, ich bin eher einer, der wo froh ist, wenn er auf Ski loslaufen kann, aber das war jetzt nicht das Problem, sage ich mal. Was steht bei dir jetzt die Saison noch an? Wirst du die Skitouren-Cups des DRV alle bestreiten und hast du auch das ein oder andere internationale Rennen vor oder einen Klassiker, den du bestreiten möchtest? Ja, ich würde zum einen, weil es bei mir daheim ist, gibt es auch so einen kleinen Cup, wo ich mitlaufen will, da wo auch der Hochgrat dazugehört. Der Hochgrat gehört ja auch zum DRV-Cup. Am DRV-Cup will ich natürlich starten, an den ich rennen und noch hat an dem Weltcup in Italien. Anfang Februar und hoffe, dass ich dann durch die Rennen immer schneller und besser wird und dann die WM ist halt der Höhepunkt dann Ende Februar. Dafür alles Gute und danke für deine Zeit. Danke.